Herzlich willkommen bei TV Bayern Live. Schön, dass Sie reinschauen bei uns. Herzlich willkommen in TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat und mit legendären Partys, die immer rund um das Hahnenkammrennen in Kitzbühel stattfinden. Die zwei Top-Locations am Freitagabend sind dabei die Audi-Night und die Weißwurst-Party beim Stangelwirt. Das Erfolgsrezept ist ganz simpel. Man nehme Skilegenden, Stars und Sternchen, stecke sie in eine fesche Tracht, serviere ihnen bei zünftiger Musik Weißwürste und das Partyspektakel kann beginnen. Bei der Audi-Night, da konnte man in diesem Jahr echte Hollywood-Luft schnuppern. Wahre Hollywood-Größen, gekühlter Sekt und Champagner und ein eisig roter Teppich. Von den Minustemperaturen ließen sich die Stars bei der Audi-Night in Kitzbühel nicht abschrecken. Wahre Hochkaräter wie Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow oder Fußballlegende Mario Götze folgten in diesem Jahr dem Ruf der Streif. US-Jazzmusiker Gregory Porter sorgte an diesem Abend mit seinem Hit Liquid Spirit für Partystimmung bei der Audi-Night. Wie willst du den Gästen heute richtig einheizen? Wie machst du heute Party und bringst die Leute zum Singen und Tanzen? Ja, mit der Musik. Du weißt, ich mache einfach mein Ding mit der Musik. Es geht gar nicht darum, ob die Leute ihren Körper bewegen. Temperaturen von bis zu minus 15 Grad hielten die Topmodels nicht davon ab, sich in einem aufsehenerregenden Outfit auf dem roten Teppich zu präsentieren. Irina Schück gibt sich zum ersten Mal die Ehre hier in Kitzbühel. Hast du schon österreichisches Essen probiert? Ja, diese Suppe. Sie heißt Gulasch. Oh mein Gott, du machst mich hungrig. Eine warme Gulaschsuppe hat wohl auch Skilegende Markus Wassmeier früher nach den Skirennen aufgewärmt. Er verrät geheime Details, was damals unter den Rennanzügen so getragen wurde. Früher zu meiner Zeit in den 80er sind wir nackt runtergefahren, falls das interessant ist für euch. Aber nicht jeder steht so sicher auf den Brettern wie Markus Wassmeier. Ich bin keine Skifahrerin, ich komme aus dem Norden in Deutschland und hatte hier meine erste Stunde. Wie würden Sie Ihre Skifähigkeiten einschätzen, Ihre Fahrfähigkeiten beim Skifahren? Überhaupt nicht gut. Ich bin hier so Anfänge plus sozusagen, aber ich komme schon runter. Schauspieler Luke Evans mag es zwar schnell, wie in Fast and Furious zu sehen ist, aber die gefährlichste Skirennstrecke ist wohl noch einmal ein ganz anderes Kaliber. Ist das Skirennen, das Hahnenkammrennen, spektakulär genug für einen Actionhelden wie dich? Ja, mehr als genug, glaub mir, mehr als genug. Es wird ein toller Tag morgen, ich freue mich drauf. Auch Stuntheld Jason Statham ist hier in Kitzbühel von so einigem begeistert. Was ist das Besondere an Kitzbühel, Jason? Alles. Everything. Noch nie war das Aufgebot an hochkarätigen Stars so hoch wie in diesem Jahr. Kitzbühel scheint sich zum 76. Hahnenkammrennen in Klein Hollywood zu verwandeln. Denn nirgendwo anders ist die Dichte an Partys und prominenten Gästen höher als beim legendären Hahnenkamm-Wochenende. Die Audi Night bildet dabei traditionell den Auftakt in das Party- und Skisportwochenende. Aber nicht nur hier wird ausgelassen gefeiert, sondern auch ein paar Kilometer weiter bei meiner Kollegin Sophia Bräulich bei der Stangewirt-Weißwurst-Party. Sophie, wie ist die Stimmung bei dir vor Ort? Ja, danke Alex. Auch hier bei der 25. Weißwurst-Party, da ist einiges los. Man sieht es im Hintergrund schon. Dresscode heute ist prachtig. Ich denke, ich habe es ganz gut umgesetzt. Wir stützen uns jetzt mal ins Getümmel und schauen, wie die Stars das so geschafft haben. Während sich bei der Audi Night eine bunte internationale Mischung auf dem roten Teppich trifft, sehen wir bei der Weißwurst-Party vor allem deutschsprachige Stars. Weißwurst-Party beim Stangewirt zum 25. Mal. Gehört es irgendwie schon dazu? Ist das Tradition? Also ich bin heute das erste Mal hier. Ich war noch nie hier, habe immer davon gehört. Und es hat mich besonders gefreut, dass ich zum 25-jährigen Jubiläum heute hier sein kann. Das ist ein Riesenspaß, herrlich. Ich hatte mein erstes Mal Premiere und ich bin etwas geflasht, weil das ist so eine Mischung zwischen Oktoberfest und Schwarzbart. Das gehört ja zu wie Weihnachten oder Geburtstag. Ich bin ja jetzt schon das fünfte Jahr hier. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich wirklich bewusst auf der Weißwurst-Party war,
der hat mir noch Klitschko eine Wurst in die Hand gegeben, weil ich einfach keine kriegte. Tolle Veranstaltung, viele liebe, nette Leute. Also ich werde nächstes Jahr wiederkommen. Und dann gleich mal in Tracht rausgeputzt. Wurde die extra heute jetzt für heute gekauft? Ich war gestern extra bei Angermeier, um mir diese tolle Tracht zu holen. Weil ich finde, ehrlich gesagt, die steht mir super. Ich werde die jetzt öfter tragen. Und ich habe vorhin schon festgestellt, als ich mein Telefon wegstecken wollte, habe ich das hier reingemacht und habe irgendwie gedacht, da gehört das nicht hin. Nein, da gehört das Handy sicher nicht hin. Aber was sicher ist, die Weißwurst muss gegessen werden. Und da kann man bei dem einen oder anderen schon mal ungläubig nachfragen, wenn es um die Anzahl der gegessenen Würste geht. 7 bis 8 Weißwürste, die werden fein säuberlich zerlegt. Ich weiß, man muss sie, glaube ich, eigentlich zuzeln. Eigentlich ja. Aber ich glaube, es geht um den Geschmack. Also mein Rekord war 3 mehr und dann macht's einfach mal zu, dann geht's nicht mehr. 2 und ich habe gezuzelt. Ich habe gezuzelt. Oder was muss man machen mit den Weißwürsten? Oder zuzeln? Ja, das gehört sich so, ja. Ja, eben. Ramona hatte gestern noch Geburtstag. Da haben wir noch ein bisschen von ihrer Torte gegessen und so weiter und so fort. Ich kann gar nichts mehr essen. 25 schon. 25? Ja. Einmal habe ich 27 gegessen, da wollte ich nur 3 haben, dann waren sie aus. Aus und damit Geschichte ist auch die Jubiläums-Weißwurst-Party. Arnold Schwarzenegger konnten wir zwar leider nicht mehr zum Interview antreffen, aber Muskelberge gab es für uns trotzdem noch zu sehen. Prunk und Glanz für einen guten Zweck. Der Neujahrsempfang des Eagles Charity Golf Clubs ist die Auftaktveranstaltung einer ganzen Reihe von Wohltätigkeitsveranstaltungen. Rund 20 Golfturniere finden so jedes Jahr statt. Natürlich immer in voller Starbesetzung. Auch dieses Jahr lud wieder Eagles-Präsident Frank Fleschenberg zum alljährlichen Neujahrsempfang ins herzögliche Bräustüberl am Tegernsee. Und die Gäste kamen in Scharen. Rund 130 Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben konnten sich bei bayerischen Schmankerln und köstlichem Bier über die neue Turniersaison und weitere Veranstaltungen informieren. Also wir sind ja schon 22 Jahre Mitglied beim Eagles Charity Golf Club. Wie sich der entwickelt hat, ist grandios. Und natürlich werden wir für Eagles wieder viele Golfturniere mitspielen. Aber wir werden in diesem Jahr auch ein eigenes Golfturnier für die Eagles im Juni wahrscheinlich starten. Das ist alles jetzt in der Vorbereitungsphase. Ich muss sagen, der gute Frank Fleschenberg macht das schon seit vielen Jahren. Da ist ja auch Franz Beckenbauer und viele Freunde dabei. Und ich glaube, es ist immer gut, gerade solche Charity-Veranstaltungen zu unterstützen. Wir mögen uns gern. Und wenn da auch was dabei rauskommt, was Gutes, dann kombiniert man Freundschaft mit einem guten Tat. Und soweit man das unterstützen kann, habe ich das immer mein Leben lang gerne gemacht. Zu einer echten Eagles-Veranstaltung gehört also auch immer eine gute Tat. Und so konnte an diesem Abend eine Spende in Höhe von 5.000 Euro überreicht werden. Ich bemühe mich sehr, Kindern zu helfen, die in Not sind. Und ein ganz besonders wichtiges Thema ist für mich Kinder, die unheilbar krank sind. Dafür gibt es bei uns in Schwaben ein Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Nicht nur Kinder können dort Hilfe und Unterstützung bekommen. Am Anfang sind das Ferien, zum Schluss kann das durchaus auch sein, dass wenn das Kind im Sterben ist, es dort begleitet wird. Es geht aber auch darum, den Eltern, die eine unwahrscheinliche Kraft haben müssen und sehr, sehr viel leisten müssen, Hilfe zu geben, ausschnaufen zu können sozusagen. Damals waren wir eine relativ kleine Gruppe, 45 Leute, und wir wollten einfach nur was bewegen und an die denken, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Die Idee war ja, das Prominente Zeit opfern, um eben Gelder einzusammeln. Dass wir heute jetzt in der Zwischenzeit 26 Millionen eingesammelt haben, haben wir nie mit gerechnet. Für den musikalischen Rahmen der Veranstaltung sorgten übrigens neben dem Duo Tegernsee die Chansonsängerin Sarah Laux. Alles in allem also ein zünftig guter Abend. Täglich um 7.07 Uhr verdoppelt RT1 Morgenmann Daniel Lutz ihr Gehalt. Ja, und heute um 7.07 Uhr suchen wir eine junge Dame aus Augsburg. Okay. Sie heißt Anja und ist Bäckerin. Ruf jetzt bitte schnell hier im Studio an und ich verdopple dir dein Gehalt auf 2.800 Euro netto. So, und jetzt müssen wir Anja in der Leitung haben. Wie? Auf dem Weg hierher?
Da ist sie ja! Hey! Anmelden auf rt1.de und Radio an. Immer um 7.07 Uhr. AOK Bayern. Gesundheit in besten Händen. Alles für Ihre Entspannung. AOK Gesundheitsprogramme. Einer von 16 Pluspunkten Ihrer AOK Bayern. Meine AOK kann das. Wechseln auch Sie zur Nummer 1 in Bayern. Stell dir eine exklusive Zahnklinik vor, wo jeder Patient wie ein Privatpatient behandelt wird, im 4-Sterne-Hotel untergebracht wird, aber trotzdem Geld spart. Eine Hightech-Klinik mit Skyview-CT, wo alle Ärzte Deutsch sprechen. Keine Wartezeiten, Behandlung mit Narkose und dann der erste Abend mit meinen neuen Zähnen. Ich war glücklich. Wo es so etwas gibt? In Budapest. Dentagünstig.de. Deutsche Qualität, ungarische Preise. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer, 2 in 1, erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Unterstützen Sie Donum Vitae, denn jedes Leben ist ein Geschenk. Mehr Informationen und Filme finden Sie unter www.dubisteingeschenk.de. Let's go! Jeder Schritt hält fit. Unter diesem Motto marschiert die Gruppe um Wanderführerin Gabriele Köppel-Schirmer den Bodensee entlang. Gesundheitswandern ist vom Deutschen Wanderverband ausgearbeitet worden und wird angeboten im Rahmen der Prävention der gesetzlichen Krankenkassen. Wandern liegt im Trend. Die AOK Bayern lädt ihre Versicherten deshalb zum Gesundheitswandern durch die bayerische Natur ein. Wandern ist quasi Volkssport und damit für jedermann, egal ob jung, ob alt, alleine, in der Gruppe oder mit der Familie. Und eine aktuelle Studie hat erwiesen, dass Gesundheitswandern bereits nach kürzester Zeit positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen hat. Das Programm ist eine Kombination aus einer kurzen Wanderroute und Übungsstopps zwischendurch. Die Übungen sind so gehalten, dass es einfache Übungen sind, die für die Ressourcen, die wir haben, physischer Art, also Ausdauer, Kraft, Koordination, Entspannung, die sind eben dazu da, um diese Ressourcen zu pflegen und gesund zu bleiben. Die AOK-Wandergruppe in Lindau ist trotz Regenwetters begeistert dabei. Das Angebot der Gesundheitskasse können Sie wärmstens weiterempfehlen. Ich würde das natürlich gerne weiterempfehlen, werde das auch tun in meiner Schafkopfrunde. Und vielleicht lässt sich der eine oder andere beim nächsten Mal dann auch dazu gewinnen, weil es einfach gut tut. Man ist gezwungen, bei jedem Wetter, so wie heute, rauszugehen und zu laufen. Und haben Sie jetzt auch Lust auf Gesundheitswandern in einer Gruppe in Ihrer Gegend? Kein Problem. Informationen und Anmeldungen gibt es wie immer auf allen AOK-Geschäftsstellen in Bayern und natürlich auch im Internet. Rüstet auf, was die Bürger tun, um sich sicherer zu fühlen. Außerdem, Bayern geht in sich, Politik in Klausur und was dabei herausgekommen ist. Und die größte Spielwiese der Welt ist in Nürnberg. Wir stimmen Sie ein auf die Spielwarenmesse.
Nach dem Wegfall der Grenzkontrollen zu Österreich Ende der 90er hat der Freistaat Bayern die Schleierfahndung ins Leben gerufen zur Stärkung der inneren Sicherheit. Doch diese sogenannte Schleierfahndung ist nur in einem 30 Kilometer langen Korridor entlang der Grenze im Einsatz. Der Rest der Autobahnen und Bundesstraßen rund um München, der wird von der Fahndungs- und Kontrollgruppe überwacht. Wir haben ein Team der FKG München Ost begleitet. Die beiden Polizeihauptmeister Simon und Michael beginnen ihre Schicht. Beide sind seit 2012 bzw. 2011 bei der Fahndungs- und Kontrollgruppe Ost der Münchner Polizei. Also heute sind wir unterwegs auf der A8, Fahrtrichtung Salzburg bzw. dann wieder Fahrtrichtung München. Wir werden ungefähr bis Holzkirchen werden wir uns bewegen. Hier machen wir das Ganze heute aus dem Fließverkehr. Also wir stellen uns nicht auf, weil relativ hohes Verkehrsaufkommen ist, sondern wir fahren einfach langsam mit, schauen, was fährt an uns vorbei. Und wenn was Interessantes ist, dann ziehen wir den einfach am Rastplatz mit raus und kontrollieren. Als Ende der 90er Jahre Österreich dem Schengen-Raum beigetreten ist, fielen die Grenzkontrollen zum Nachbarland weg. Der Freistaat Bayern entschied sich, in einem 30 Kilometer Korridor entlang der Grenze Schleierfahnder einzusetzen. Auf den sogenannten Schengen-Straßen, also Autobahnen und Bundesstraßen, die bis nach München führen, kommen dann die Einheiten der Fahndungs- und Kontrollgruppe zum Einsatz. Bereits nach wenigen Minuten entscheiden sich die beiden, den Fahrer eines weißen Mercedes einer Kontrolle zu unterziehen. Auffällig war es, weil es ein Exportkennzeichen ist. Müssen wir natürlich schauen, was ist das für ein Fahrzeug, wo kommt er her, wo geht er hin. Geht jetzt nach Italien. Wir haben jetzt überprüft die Dokumente vom Auto, die Dokumente vom Fahrer. Und ist es tatsächlich das Auto, das in den Dokumenten mit drin ist. In dem Fall alles in Ordnung. Der hat es direkt von der Daimler AG gekauft. Das geht jetzt zu einer Firma nach Italien. Für uns keinerlei Beanstandung, darf er weiterfahren. Laut dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz gehören unter anderem die Bekämpfung von illegaler Migration, Drogen- und Waffenschmuggel, Dokumentenfälschungen und Kfz-Diebstahl zum Aufgabenbereich der FKG. Als technische Unterstützung haben die beiden ein sogenanntes Carpet dabei. Das ist unser mobiler Fahndungsclient und den Carpet, den haben wir während der Fahrt schon mit dabei. Das heißt, wir fahren hinter dem Fahrzeug her und können während der Fahrt schon verschiedene Daten anfragen und können mit den Ergebnissen dann schon arbeiten. Das heißt, wir wissen unter Umständen, auf wen das Fahrzeug zugelassen ist und können dann halt anhand von diesen Sachen feststellen, ob zum Beispiel ein Fahrzeug schon entwendet worden ist aktuell oder wir müssen uns halt dann mit den anderen Daten spielen und müssen wir schauen, was wir damit anfangen können. Müssen wir weitere Abfragen tätigen oder möglicherweise auch mal telefonieren ins Ausland oder sonstige Sachen, wenn irgendwas wäre, dass Unstimmigkeiten beim Fahrzeug oder bei den Personen vorhanden sind. Was wir noch dabei haben, ist unser AFIS, das ist ein Fingerabdruck-Identifizierungssystem. Das heißt, wir können anhand von den Fingerabdrücken dann feststellen, ob diese Person bei uns im Datenbestand schon vorhanden ist. Und können wir dann somit schauen, ob nach dieser Person aktuell bei uns gesucht wird. Gegen 18 Uhr endet die Schicht der beiden Polizeihauptmeister. An diesem Tag ohne nennenswerten Aufgriff. Aber das kann sich bei der Fahndungs- und Kontrollgruppe schon am nächsten Tag wieder ändern. In Nürnberg beginnt die Spielwarenmesse. Außerdem die Zahl der mutmaßlichen Missbrauchsopfer bei den Regensburger Domspatzen steigt weiter an. Mehr zu diesen beiden Themen jetzt in unserem Nachrichtenblock. 60 weitere potenzielle Opfer haben sich innerhalb 10 Tagen bei Ulrich Weber gemeldet. In seiner Zwischenbilanz zu den Untersuchungen der Missbrauchs- und Misshandlungsfälle bei den Domspatzen hatte der Regensburger Rechtsanwalt von 231 Meldungen körperlicher Gewalt sowie von 12 Meldungen über sexuelle Übergriffe berichtet. Von Prügelattacken und sexuellen Übergriffen bis hin zur Vergewaltigung sowie einem System der Angst ist die Rede. Etwa 30% der Schüler in Ettertshausen und Pielenhofen wurden in der Amtszeit des ehemaligen Direktors Johann Mayer Opfer von Gewalt. Ab kommenden Mittwoch steht Bayern wieder ganz im Zeichen des Spiels. Denn dann eröffnet in Nürnberg die Spielwarenmesse. Auf der internationalen Fachausstellung werden Besucher aus 120 Ländern erwartet. Im Fokus stehen dann eine Woche lang die Neuheiten in der Branche. Insgesamt zeigen über 2800 Aussteller ihre Visionen vom Spielzeug von morgen. Die Messe in Nürnberg gilt als eine der größten in der Branche. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit rund 70.000 Besuchern.
Die Ereignisse von Köln in der Silvesternacht haben die Debatte um die Zuwanderungspolitik Deutschlands weltweit in den Fokus gerückt. Köln hat die Kanzlerin massiv unter Druck gesetzt und Köln hat auch die gefühlte Sicherheitslage im Land verändert, auch bei uns in Bayern. Das macht sich besonders an einer Tatsache fest: Die Menschen bei uns im Freistaat rüsten auf. Pfefferspray, Schreckschusspistolen, Elektroschocker. Nur wenige Waffen sind im deutschen Waffenrecht frei verkäuflich. Aber auf die, die es gibt, ist seit Anfang des Jahres ein regelrechter Ansturm zu verzeichnen. In der Vergangenheit war es immer so gewesen, dass wir auch in der dunklen Jahreszeit Pfefferspray für Frauen verkauft haben, die irgendwo ihr Auto in dunklen Ecken parken mussten oder heimgehen mussten in der Dunkelheit. Und das hat sich natürlich um einiges verstärkt, seit ja, alles über Köln redet. Es kommen auch sehr viele Väter und Männer, die für ihre Frauen oder Töchter eben einfach einen Schutz kaufen möchten und so weiter. Es gibt auch Geschäftsinhaber, die für ihre Mitarbeiter auch Pfeffersprays kaufen. Konkrete Zahlen hat Christian Fink nicht, aber die Landratsämter. Denn eine Schreckschuss- oder Signalpistole oder auch einen Elektroschocker darf zwar jeder besitzen. Wer sie in der Öffentlichkeit mitführen will, braucht aber einen kleinen Waffenschein. Im Landkreis Hof zum Beispiel sind 542 davon im Umlauf, Stand Ende letzter Woche. Also in diesem Jahr hat sich die Zahl sprunghaft erhöht. Bis jetzt konnte man sagen, dass wir im Jahr ca. 25 bis 35 kleine Waffenscheine ausgestellt haben. Jetzt haben wir im Januar bereits 41 Anträge auf Austeilung eines kleinen Waffenscheins. Für Hans-Peter Friedrich, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ist das Aufrüsten nachvollziehbar. Es liegt in der unkontrollierten Zuwanderung begründet. Zwar dürfe man dies nicht mit dem Chaos-Silvester in Köln und dem internationalen Terror vermengen, aber die Bevölkerung verlange nach Antworten der Politik. Gegenwärtig kommt Monat für Monat eine komplette deutsche Großstadt, arabisch sprechend 70% Männer, viele davon integrationsunwillig nach Deutschland. Monat für Monat eine deutsche Großstadt, das muss man sich vor Augen halten. Und das ist ein Zustand, der beendet werden muss. Und ich glaube, dass es jetzt in allen Parteien eine große Bewegung gibt, die ganz klar sagen, so kann das nicht weitergehen. Die Flüchtlingspolitik, die Zuwanderungspolitik muss sich grundlegend verändern. Objektiv betrachtet gibt es für die Polizei gar keinen Grund zur Sorge. Vorausgesetzt, man lebt im Freistaat Bayern. Ein leuchtendes Beispiel der Sicherheit in Deutschland. Natürlich passieren auch in Bayern Vergewaltigungen, Sexualdelikte, Eigentumsdelikte und so weiter, vieles mehr. Aber nicht in dieser Dimension. Wir haben auch in Bayern, und ich bin froh, sowohl als Polizist als auch als Bürger in Bayern zu leben. Denn wir haben erstens eine sehr niedrige Einschaltschwelle. Wir lassen diese Phänomene, ob das das Antanzen ist, wo dann Diebstähle oder Sexualdelikte damit verbunden werden, oder auch das frühere, nur die Hausbesetzungen, niemals aufkommen. Die Wahrnehmung der Menschen ist dennoch eine andere. Nämlich, dass die Sache aus dem Ruder gelaufen ist. In Deutschland, in Bayern. Gefühlt zumindest. Wir machen eine ganz kurze Pause, werden uns gleich weiter noch mit diesem Thema beschäftigen. Hier bei uns bei TV Bayern Live. Bleiben Sie bei uns. Täglich um 7.07 Uhr verdoppelt RT1 Morgenmann Daniel Lutz ihr Gehalt. Ja, und heute um 7.07 Uhr suchen wir eine junge Dame aus Augsburg. Okay. Sie heißt Anja und ist Bäckerin. Ruf jetzt bitte schnell hier im Studio an und ich verdopple dir dein Gehalt auf 2.800 Euro netto. So, und jetzt müssen wir Anja in der Leitung haben. Wie? Auf dem Weg hierher? Da ist sie ja! Hey! Anmelden auf rt1.de und Radio an. Immer um 7.07 Uhr. AOK Bayern. Gesundheit in besten Händen. Alles für Ihre Entspannung. AOK Gesundheitsprogramme. Einer von 16 Pluspunkten Ihrer AOK Bayern. Meine AOK kann das. Wechseln auch Sie zur Nummer 1 in Bayern.
Stell dir eine exklusive Zahnklinik vor, wo jeder Patient wie ein Privatpatient behandelt wird, im 4-Sterne-Hotel untergebracht wird, aber trotzdem Geld spart. Eine Hightech-Klinik mit Skyview CT, wo alle Ärzte Deutsch sprechen. Keine Wartezeiten, Behandlung mit Narkose und dann der erste Abend mit meinen neuen Zähnen. Ich war glücklich. Wo es so etwas gibt? In Budapest. Dentagünstig.de. Deutsche Qualität, ungarische Preise. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Traditionell trifft sich ja im Januar die CSU-Landtagsfraktion zu ihrer Klausurtagung. Wieder ist auch dieses Jahr die Kanzlerin zu Gast in Wildbad Kreuth. Und wieder wird Angela Merkel von Spitzenpolitikern der bayerischen Schwesterpartei attackiert. Sie verlangen einen Kurswechsel der Kanzlerin in der Flüchtlingspolitik, vor allem aber eine Obergrenze für die Zahl der Asylbewerber in Deutschland. Das lehnt Merkel bislang kategorisch ab. Harmonie zwischen zwei Schwesterparteien sieht irgendwie anders aus. Die Obergrenze muss her. Das ist der einhellige Konsens auf der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion in Wildbad Kreuth. Mit einem 12-Punkte umfassenden Plan fordern die CSU-Abgeordneten einen Strategiewechsel in der Bundespolitik. Neben Inhalten um Leitkultur und Grenzsicherung zählt demnach vor allem eines: keine Zeit mehr verlieren. Für die Bundeskanzlerin könnte das Treffen am Tegernsee erneut zu einem Spießrutenlauf werden. Also sie wird mit Sicherheit mit hohem Respekt behandelt werden. Und ich denke, dass wir heute versuchen, sehr sachlich auch die bayerischen Interessen ihr nochmal nahe zu bringen. Es wird eine spannende Diskussion heute mit dem Kardinal Marx, weil er natürlich die christlichen Werte als oberstes Prinzip sieht. Die christlich-soziale Union und die christlichen Werte, die stehen in der Tat auf dem Prüfstand. Denn die Pläne der CSU berücksichtigen, aus Sicht ihrer Kritiker, nicht die Lage des einzelnen Flüchtlings. Jeder soll ein faires Verfahren bekommen. Und die Außengrenze der Europäischen Union darf keine Grenze des Todes sein. Das sind so Basics, sagen wir mal, Grundlagen. Keine Grenze des Todes, wohl aber eine Grenze des Schutzes. Schutz nämlich vor zu hohen Flüchtlingszahlen, ganz nach dem Vorbild Österreich und damit angeblich zum Schutz der Heimat. Herr Scheuer, Österreich hat jetzt eine Obergrenze beschlossen. Was heißt das für den Freistaat Bayern? Dass die CSU-Position richtig ist. Wir haben ja schon immer gesagt, am Parteitag beschlossen mit überwältigender Mehrheit, wir brauchen eine Obergrenze auch für Deutschland. Das Asylrecht kennt nach unserer juristischen Beurteilung eine Obergrenze, nämlich die Obergrenze der eigenen Belastbarkeit in Deutschland. Und deswegen muss 2015 ein Ausnahmejahr bleiben mit über 1 Million aufgenommenen Flüchtlingen. Es kann nicht mehr so weitergehen. Wir sind über der Belastungsgrenze und das müssen wir auch deutlich formulieren. Juristisch wird die Forderung der Landtagsfraktion durch ein Gutachten des früheren Verfassungsrichters Udo Di Fabio gestärkt. Für den bayerischen Justizminister ist die rechtliche Lage ebenfalls eindeutig. Da hat Bayern ja mit dem Gutachten von Di Fabio eine sehr gute rechtliche Grundlage und wird auch diese Option sehr, sehr konsequent verfolgen. Die CSU sieht sich als Zugpferd für die Rettung des Kurses der Bundeskanzlerin. Wenn es bundespolitisch nach der bayerischen Schwester ginge, bliebe die Einwanderung im Rahmen der Belastbarkeit. Ich glaube, das Miteinander reden ist gerade in so herausfordernden Zeiten von allergrößter Bedeutung, selbst wenn man nicht in allen Fragen einer Meinung ist. Angela Merkel setzt auf Meinungsaustausch, doch die Meinungen könnten kaum unterschiedlicher sein. Ja, gucken wir 150 Kilometer weiter westlich von Wildbad Kreuth. Da hat sich die SPD getroffen. Im Kloster Irsee haben sich die Sozialdemokraten 3 Tage lang um Bayern, Deutschland, Europa, aber auch um sich selbst gekümmert. Denn auch wenn es offiziell kein Thema ist in der Partei, ein Umfrageergebnis von 16% ist bitter für eine Volkspartei wie die SPD, auch bei uns in Bayern.
Am Donnerstag ist die traditionelle Winterklausur der bayerischen SPD zu Ende gegangen. Im altehrwürdigen Kloster Irsee geht es ruhiger zu als im CSU-Tagungsort Wildbad Kreuth. Das für die Journalisten Interessante findet hinter verschlossenen Türen statt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Klausur eben. Das alles dominierende Thema ist auch in Irsee die Flüchtlingskrise. Laut Fraktionschef Markus Rinderspacher kann die Lage kaum dramatischer sein. Eine bedrohlich schlechte Stimmung sei im Land, die durch Populisten ausgenutzt würde. Und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa wird die Lage schlechter. Wir sehen Europa am Scheideweg und sind in tiefer Sorge, dass die Entwicklung in die völlig falsche Richtung läuft. Bereits im letzten Jahr hat sich abgezeichnet, dass es zwei Wege geben kann für dieses Europa. Der eine Weg, man findet solidarische Lösungen, zum Beispiel über Flüchtlingskontingente. Man findet Lösungen, die am Ende das offene Europa auch bewahren kann. Der zweite Weg ist die Festung Europa und die zeichnet sich mit dem gestrigen Tag in Österreich ganz offensichtlich ab. Das sei nicht das Europa, das sich die SPD vorstellt. Die Kanzlerin sei jetzt am Zuge, ihr Wir schaffen das gehaltvoll zu unterfüttern, so Rinderspacher. Besuche bei vielen europäischen Regierungen wären an der Zeit, findet der Chef der Bayern-SPD. Stattdessen war sie, wenn ich es zugespitzt formulieren darf, zweimal in Kreuth. Das kann man sicherlich machen, sich mit der Unionsschwesterpartei streiten über die Zukunft des Landes. Nein, die Kanzlerin muss jetzt das in Angriff nehmen, was notwendig ist, nämlich europäische Solidarität organisieren. Auch in Deutschland und Bayern müsse in puncto Solidarität noch viel passieren. Die sprunghaft gestiegenen Umfragewerte der AfD seien nicht ihrem guten Parteiprogramm geschuldet, sondern vor allem den Vertrauensverlust der Bürger in die Parteien. Und aus der Vertrauenskrise ist laut Markus Rinderspacher eine Staatskrise geworden. Die Menschen in unserem Land fragen sich, hat die Politik es denn noch im Griff? Wenn über 600.000 Asylanträge nicht bearbeitet werden, wenn die bayerischen Außengrenzen nicht hinreichend kontrolliert werden, nicht geschlossen, sondern kontrolliert werden, dann entsteht da eine Vertrauenskrise in den Staat. Und was machen die Unionsparteien? Sie treffen sich zweimal in Kreuth, streiten sich wie die Kesselflicker, gehen ergebnislos auseinander. Das soll den Genossen nicht passieren. Sie haben viel besprochen und sie wollen viel davon in diesem Jahr im Landtag durchkriegen. Darunter auch das für die SPD fehlinvestierte Betreuungsgeld in den Ausbau von Kita-Plätzen stecken und mehr Mittel für den sozialen Wohnungsbau freikriegen. Was daraus geworden ist, sehen wir spätestens nächstes Jahr in Irsee. Ja, auch die Landtagsfraktion der Freien Wähler ist in dieser Woche in Klausur gegangen. Im Mittelpunkt stand aber erwartungsgemäß die Flüchtlingspolitik. Fraktionschef Robert Aiwanger fordert die Bundesregierung zu einer Wende auf. Seine Botschaft in Richtung CSU, ob Flüchtlinge oder Energiewende, ob Infrastruktur oder Freihandel, die Freien Wähler könnten es besser. Die 19 Landtagsabgeordneten der Freien Wähler sind hinter den Mauern eines ehemaligen Kapuzinerklosters zusammengekommen. An den drei Klausurtagen führten Besuche unter anderem in den Wartebereich der ankommenden Flüchtlinge in Freilassing. Die Botschaft der Freien Wähler ist klar. Wir fordern eine Rückkehr zu Recht und Gesetz, so Fraktionsvorsitzender Hubert Aiwanger. Wir müssen die Verfahren beschleunigen. Das heißt, wer zu Unrecht zu uns kommt, muss sehr viel schneller sich in der Heimat wiederfinden. Dann geht hier das Signal aus, in Deutschland ist nicht Zuflucht für jeden möglich. Bleib lieber mal zu Hause. Für Aiwanger reichen bestehende gesetzliche Möglichkeiten, um die Flüchtlingszahlen zu senken. Wenn wir im geltenden Gesetz alle Möglichkeiten ausschöpfen würden, dann wären wir deutlich unter 100.000 Asylbewerbern pro Jahr, weil alles, was hier abläuft, ja nicht mit dem jetzigen Asylgesetz abgedeckt ist, sondern einfach aufgrund nicht mehr Einhalten geltenden Gesetzes passiert. Wenn wir geltendes Gesetz voll ausschöpfen würden, wäre dieses Problem völlig gelöst. Zu den Stammthemen der Freien Wähler gehört der ländliche Raum. In der Grenzregion zu Österreich hat der parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Florian Streibel vor allem den Ausbau der A8 und die Bahnlinie München-Mühldorf-Freilassing angesprochen. Während der Freistaat für Flüchtlinge 3 Milliarden Euro zur Verfügung stelle, könnten Infrastrukturprojekte oft nicht weiter vorangetrieben werden, weil das Geld fehle.
Das ist immer dieses komische Wunder in München, dass also für viele notwendige Projekte, die die Infrastruktur und damit auch die Lebensqualität der Menschen betrifft, oft das Geld fehlt oder das, die Finanzen des Totschlagarguments sind. Und dann kommen Situationen wie jetzt mit den Flüchtlingen und dann ist das Geld plötzlich da. Und da muss man sagen, scheint es ja doch irgendwo zu gehen. Das Freihandelsabkommen TTIP wird von den Freien Wählern in der verhandelten Form abgelehnt. Mittelstand und Handwerk hätten als Rückgrat der Wirtschaft keinen Mehrwert davon. Sie sind mit ihrem Qualitätsprodukt in Amerika geschätzt. Sie brauchen dieses Freihandelsabkommen nicht. Amerika kennt das nicht, es ist ganz anders strukturiert und man will mit Massenware, mit Massenprodukten auf unseren Markt. Und wir dürfen eins nicht machen, wir dürfen nicht uns angreifbar machen von außen, sondern wir müssen dieses Rückgrat unserer bayerischen Wirtschaft, den Mittelstand und das Handwerk, verteidigen. Ein weiterer Kritikpunkt sind die umstrittenen Schiedsgerichte und der Investorenschutz. Der Investorenschutz, der ist ja schon auf dem Vormarsch. Wir haben erleben können, dass im Weidener Becken ein amerikanisches Unternehmen sich Erkundungslizenzen beim Wirtschaftsministerium sichert. Und was werden wir dort erleben? Wir werden dort erleben, dass sie dann nachweisen, dass sie vielleicht Fracking-Gewinne hätten und wir als Staat müssen dies bezahlen. Das kann nicht im Sinne der bayerischen Bürgerinnen und Bürger sein. Und da würden wir bei der Staatsregierung ein viel deutlicheres Wort uns wünschen. Bei TTIP fordern die Freien Wähler in Bayern eine eigene Volksbefragung. Ja, wie sah die Winterklausur der Grünen aus? Natürlich hat die Partei auch ihre eigenen Schwerpunkte festgelegt. Es geht um die Klima- und Asylpolitik, aber eben auch um die Sicherheit für die Bürger in Zeiten des Terrorismus. Dass die Gesellschaft verstärkt Angst hat vor Gewalttaten von Asylbewerbern, liegt an der politischen Haltung der CSU, sagt man bei den Grünen. Dementsprechend heftig feuert die Partei auch Richtung Staatsregierung. Volle Attacke voraus bläst nicht nur der Winter in München, sondern nun auch die Grünen. Dazu haben sich die beiden Fraktionsvorsitzenden in Bayern eigens Schützenhilfe aus Berlin geholt. Katrin Göring-Eckardt kam und legte gleich los. Der aktuelle Vorstoß der CSU-Spitze, straffällig gewordene Asylbewerber auch ohne Prozess abzuschieben, sei nicht rechtens. Diese Sofortrückführung hat eben mit einem Rechtsstaat nichts zu tun. Und deswegen ganz eindeutig, das ist ein weiterer Vorschlag, der vielleicht populistisch ist, vielleicht dem Stammtisch hilft, aber vor allen Dingen der AfD hilft. Und gerade jetzt sollten wir auch deutlich machen, dass wir auf den Rechtsstaat vertrauen und dass wir ihn, wenn nötig, auch verteidigen, wenn es sein muss, auch gegen die CSU. Nichts sei nun derart wichtig wie eine gelungene Integration, heißt es, auch um Vorkommnisse wie in Köln künftig zu verhindern. Gelingen soll das mit Sprachkursen für alle, auch für diejenigen, die nicht lange in Deutschland bleiben dürfen. Im verabschiedeten Integrationspaket fordern die Grünen zudem: Wir brauchen auch in Bayern ein Ministerium für Migration und Integration, damit der Kompetenzwirrwarr, der im Moment herrscht zwischen den verschiedensten Ministerien und der Staatskanzlei, ein Ende findet und wir ein Gesamtkonzept für gelingende Integration bekommen. Die Integration zu bündeln, das fordert Göring-Eckardt auch im Bereich des Bundes. Ein eigenes Bundesministerium für diesen Bereich könnte die Zuständigkeiten klarer darstellen. Dazu soll es Integrationszentren geben. Man geht an eine Stelle, bekommt dort die Leistung, bekommt dort die Vermittlung in den Integrationskurs, bekommt dort die Beratung, die man braucht, bekommt dort gesagt, wo gibt's den Kita-Platz für die Kinder. Passend zum Wetter wurde auch für das wohl älteste Thema der Partei überhaupt, dem Klimaschutz, ein Konzept aufgesetzt. Der Kohleausstieg soll forciert werden, genau wie der Ausbau erneuerbarer Energien. Und für Bayern gilt: Wir brauchen kommunale Wärmeplattformen, das vorhanden ist, wo sozusagen ein Wärmeüberangebot ist und wo diejenigen sind, die auch die Wärme sinnvoll verwenden können. Ein gewaltiger Beitrag für den Klimaschutz. Zum Abschluss der Klausur sollte im Austausch mit dem Präsidenten des Bayerischen Verfassungsschutzes für gegenseitiges Verständnis geworben werden. Ein Bereich, den die Grünen lange kritisch sahen. Es geht darum, ja, so gut wie möglich die Sicherheit zu gewährleisten. Und man muss auch ehrlich sein, ein großer Beitrag wird sicher sein, dass wir mehr Polizeibeamte im öffentlichen Raum haben. Als Stimme für Menschlichkeit und Vernunft verstehen sich die bayerischen Grünen in der Asylpolitik wenig überraschend weiter als Gegenpart zur Staatsregierung. Einigermaßen Neuland allerdings ist für die Partei die Forderung nach mehr Polizeikräften in diesen Zeiten. Bei all den Terror- und Flüchtlingsdebatten ist das Thema der Klimaerwärmung ja zuletzt schon fast untergegangen. Die Ökopartei rückte es allerdings in den vergangenen 3 Tagen wieder in den Fokus.
Ganz herzlich begrüße ich nun bei mir im Studio Dr. Jörg Grünwald. Er ist Biologe und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Naturheilkunde. Dr. Grünwald, das Produkt Novizin Immun, das ist ja gedacht zur diätetischen Behandlung von Patienten mit einem geschwächten Immunsystem, die speziell unter Infekten leiden im Hals-, Nasen-, Ohren-, Rachenbereich. Und das ist ein ganz neuer Ansatz, eben auf natürliche Weise diese Infekte zu behandeln. Was ist denn an Novizin Immun so besonders? Novizin Immun enthält einen besonderen Bakterienstamm, nämlich Streptococcus salivarius K12. Der kommt nur bei gut 1% der Bevölkerung vor. Und man hat herausgefunden, dass die Menschen, die diesen Stamm in ihrem Mund- und Rachenraum haben, besonders geschützt sind vor Infektionskrankheiten. Das ist natürlich ein ganz neuer Ansatz. Wir wissen alle, wir haben ein Immunsystem und auch eins im Mund, weil natürlich viele Krankheitserreger über Nase und Mund in uns reinkommen, in den Körper sozusagen. Aber jetzt hat man herausgefunden, dass die Bakterienstämme sehr unterschiedlich sind. Und dieser Stamm, BLIS K12 in Novizin Immun, der kämpft richtig aktiv gegen die Krankheitserreger. Ist also ein guter Bakterienstamm. Wir nennen ihn auch ein Abwehrbakterium, was andere böse Bakterien sozusagen schädigen kann, sie auflösen kann und dafür sorgt, dass sie sich nicht einnisten in unserem Mund- und Rachensystem. Also das kann man sich wirklich so einfach vorstellen, die guten Bakterien bekämpfen die bösen. Das ist richtig. Wir haben in Novizin Immun in so einer kleinen Tablette 100 Millionen lebende Bakterien drin und die lege ich in die Backe, dann löst sich das auf und siedelt sich an in dem Mund- und Rachenraum. Und kann eben Infektionen, Halsentzündung, Ohrenentzündung, aber auch Mundgeruch und Karies aktiv bekämpfen und behindern. Da würde ich jetzt gerne mal einhaken, Mund-Rachenraum, warum ist gerade dieser Bereich so wichtig? Das ist eigentlich die Eingangspforte für die Krankheitserreger. Wir sind ja in der Umwelt immer draußen und draußen fliegen Bakterien, Viren, Krankheitserreger rum. Je dichter wir mit Menschen zusammen sind und besonders in Zeiten hoher Infektionsgefahr, wenn schlechtes Wetter ist, wenn es regnet, wenn es kalt und nass und an einem Tag sich arg wechselt, dann herrscht ein hoher Stress auf unser Immunsystem. Und diese Bakterien nehmen wir oft durch unsere Atmung einfach mit auf. Und das Erste, was jeder kennt, im Jahr durchschnittlich 4, 5, 6 Mal kriegt man Erkältung, die man eigentlich nicht haben will. Und wenn ich die auf eine natürliche Weise bekämpfen kann, indem ich einfach mein Mund- und Rachensystem schütze und sozusagen ein Abwehrsystem schaffe, ist das natürlich eine tolle Art. Mhm. Wann und wie lange sollte ich denn Novizin Immun einnehmen? Also ich nehme es jeden Tag ein, aber das muss nicht jeder machen. Sicher in den Zeiten besonderer Infektionsgefahr. Und das wissen wir alle, wenn das Wetter grau und regnerisch ist, wenn wir dann auch noch in einem Zug sitzen oder in der Straßenbahn vollgefüllt oder in großen Menschenansammlungen einfach, dann ist die Infektionsgefahr extrem hoch. Und wir nehmen ja über Mund und Nase eigentlich sehr viel permanent andere Bakterien, Viren zu uns. Und unser Immunsystem muss dann versuchen, die schlechten auszusortieren. Und wenn ich das mit Hilfe eines guten Bakteriums zu 50% verbessern kann, dann sollte ich das sicher tun. Wo gibt's denn Novizin Immun? Novizin Immun ist ganz neu in Deutschland. Es kommt aber aus Neuseeland ursprünglich, ist in vielen Ländern der Welt bereits ein großer Renner. Mhm. Und heute bekommen wir es in Deutschland in Apotheken und Reformhäusern. Und ich glaube, das wird auch hier ein großer Erfolg werden. Glaube ich auch. Vielen Dank, Dr. Grünwald, für Ihre Ausführungen. Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich an dieser Stelle ganz viel Gesundheit und denken Sie daran, auch Sie können sich vor Infekten schützen. Novizin Immun zur Behandlung von chronischen und wiederkehrenden Infekten im Hals-, Nasen-, Ohren-, Mund-, Rachenbereich von Patienten mit einem geschwächten Immunsystem bekommen Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Novizin Immun erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.novizin.de. Oder rufen Sie uns an unter 07541 978 9780. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Integration ist in diesen Tagen ja das Thema schlechthin. Aber auch die Inklusion beschäftigt viele Menschen in der Gesellschaft und auch in Sportvereinen. Beim Handballclub Forchheim werden diese beiden Begriffe nicht nur diskutiert, sondern auch gelebt, wie unsere Sportreportage zeigt.
Was für die meisten Fußballer das WM-Finale ist, das ist für die Handballer beim HC Forchheim ihr Spiel des Jahres. Hier trifft die E-Jugend auf die integrative Gruppe, in der seit mittlerweile fast 3 Jahren Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap gemeinsam Handball spielen. Ja, das Spiel des Jahres ist für uns alle etwas Besonderes, ist auch für mich was Besonderes. Wir machen das jetzt heute zum 3. Mal insgesamt und das ist auch so entstanden, dass dann die Kinder in unserer integrativen Gruppe ja auch den Wunsch hatten, mal gegen ein richtiges Handballspiel, gegen einen richtigen Gegner zu machen. Und dann haben wir eben vor 2 Jahren das zum ersten Mal gemacht gegen unsere E-Jugend. Und das machen wir auch heute wieder. Aus einem anfangs wöchentlichen Treffen zum Ballspielen ist inzwischen eine integrative Sportgruppe mit regelmäßigem Trainingsbetrieb geworden. Eigentlich war dieses Projekt nur für ein halbes Jahr geplant. Mittlerweile ist es aber eine feste Institution im Verein. Wir haben nicht überlegt, ob wir es machen, sondern wir haben nur überlegt, wie wir es machen. Und haben dann eben einmal die Woche eine Trainingszeit freigeschaufelt, weil mit den Hallen ist ja nicht so ganz einfach bei uns. Aber wir haben 90 Minuten Trainingszeit sozusagen bereitgestellt. Und dann haben wir das sehr zaghaft am Anfang das ausprobiert. Aber das war schon nach kurzem klar, dass das alles kein Problem ist und gut funktioniert. Den Anstoß für das Projekt gab übrigens die Familie dieses jungen Mannes hier. Kai Wendt ist seit Beginn an fester Bestandteil der integrativen Gruppe und hat dadurch an Lebensqualität deutlich gewonnen. Also ich finde es einfach klasse, dass er ein Teil des Vereins geworden ist und so fühlt er sich auch. Und wir gehen auch zum ersten Herrenspielen gerne hin. Er wird abgeklatscht. Man sieht ja, er wirft eigentlich keine Tore, aber er freut sich, er jubelt mit und ist eigentlich Teil der Mannschaft. Und das ist eigentlich der Punkt. Und das ist hier seit 2 Jahren so. Und ich finde es einfach super, dass sich dann auch diese Mannschaft zu halten scheint. Oft gibt es ja so Elterninitiativen, die dann mal so ein Strohfeuer sind, ne, die dann mal ein paar Monate klappen. Aber jetzt haben wir schon 2 Jahre das am Laufen. Und es gibt auch Nachwuchsspieler anscheinend. Und das finde ich auch super. Ein wichtiger Partner des Handballclubs sind dabei die Forchheimer Lebenshilfewerkstätten, die sich mit der Entwicklung der integrativen Gruppe schon jetzt mehr als zufrieden zeigen. Die Trainer sind immer noch begeistert, die Kinder sind begeistert. Und heute haben wir ja letztendlich wieder mal ein Spiel des Jahres. Und alle Kinder fiebern. Und man sieht eben die Freude und das Lächeln eben in den Gesichtern. Dann haben wir genau das erreicht, was wir wollen. In sportlicher Hinsicht geht es dagegen nicht um das Erreichen großer Ziele. Vielmehr zählt hier das Erlebnis statt dem Ergebnis. Wir wollen mit dieser Gruppe keine Meisterschaften gewinnen. Wir nehmen da auch an keinen Meisterschaften irgendeiner Art teil. Sondern die spielen halt einmal die Woche Ball, was sie vorher in dieser Art ja überhaupt nicht getan haben. Und sie bewegen sich auch, was ja gut ist für die allgemeine Entwicklung, körperliche Entwicklung. Und genau hier sind auch schon deutliche Fortschritte zu erkennen. Nicht zuletzt dank der Arbeit der insgesamt 5 ehrenamtlichen Trainerinnen. Wenn ich so an die ersten Stunden denke, da war es schwierig, mit dem Ball zu arbeiten. Viele Kinder konnten teilweise die Bälle gar nicht fangen oder auch werfen, war ganz schwierig. Und heute, wie man sieht, haben die sich wundervoll entwickelt. Wir haben es ja auch schon geschafft, aus unserer Mannschaft heraus 2 Kinder in die normale Mannschaft zu bringen, die dann auch im Leistungsbereich spielen. Alles perfekt also beim HC Forchheim? Nicht ganz, denn trotz eines neuen Rekords von 360 Mitgliedern beim erst 2011 gegründeten Verein fehlt bei der integrativen Gruppe langsam aber sicher der Nachwuchs. Doch auch da haben sich die Verantwortlichen schon Gedanken gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt auch Flüchtlingskinder mit integrieren, die hier längere Zeit sind, weil das ist noch mal ein besondere Möglichkeit der Integration, weil Integration heißt ja nicht nur Behinderte. Weitsicht, Engagement und familiäre Atmosphäre, all das zeichnet den HC Forchheim aus. Die integrative Gruppe ist dabei in jedem Fall ein Projekt für die Zukunft. Wichtig ist, dass es dann alleine weitergeht, dass wir eigentlich eben genau das geschafft haben, zu normalisieren, zu integrieren und dass da kein Unterschied ist zwischen Behinderter oder Normalen. Integration und Inklusion unter einem Dach. Der Lohn für diese harte, aber ehrliche Arbeit sind strahlende und jubelnde Kinder. Rufen wir ein dreifaches Gut Spaß! Gut Spaß!
Gut. Okay, Hände schütteln. Schöne Sache. Herzlich willkommen an Bord. Ziehen Sie sich bitte warm an und vergessen Sie nicht, sich anzuschnallen. So werden Sie von den Akteuren des Turbowerks Muck begrüßt. Das neue Stück des Theaterensembles lädt die Zuschauer ein zu einem rasanten Flug auf der hungrigen Suche nach dem Paradies. Hände hoch, das ist ein Übervoll. So heißt das neue Stück vom Theaterensemble Turbowerk Muck im Kreativquartier in München. Es fühlt einem Phänomen unserer Zeit den Puls, der Reizüberflutung. Das Projekt wurde im Rahmen eines Aufrufs der Stadt vom Kulturreferat Kunst und Inklusion entwickelt. Vom Schubladendenken möchten sich die Künstler aber für distanzieren. Uns ist es aber eigentlich so, dass wir sagen, wir haben mit Inklusion überhaupt nichts zu tun, denn unsere Gesellschaft ist so, wie sie ist. Das heißt, wir sagen einfach, wir sind nicht exklusiv, also non-exklusiv, und wir sind ein Ensemble of all backgrounds. Herzlich willkommen zu unserem Flug mit Turbowerk Muck. Bitteschön. Jeder ist hier willkommen und wird vom freundlichen Flugpersonal am Einlass empfangen. Zuschauer sind Teil der Vorführung und die Rollen im Stück verschmelzen miteinander zu einem Gesamtkunstwerk. Im Stück selbst ist es tatsächlich so, dass es keine Hauptrolle gibt, sondern das ganze Stück sind immer wieder einzelne Fragmente wie ein Kaleidoskop. Das ist alles sehr frei. Das ist das Interessante irgendwie daran. Deswegen. Ja, so spielen und dann spielt mal der andere im Fokus, aber alle sind präsent und das, man hat wirklich das Gefühl, dass es alles so miteinander ist, so eine Gruppe von Menschen. Und dann kaufen wir uns ein Auto, ein richtig schönes Auto, einen roten Familienwagen. Alles zusammen und das macht, glaube ich, dieses Turbowerk auch. Zum Genuss deiner Haut. Also die Zusammenstellung einfach des Ensembles ist einfach sehr individuell. Wir wollen eigentlich kein homogenes Ensemble sein, was jetzt irgendwie jung, schön, perfekt genormt ist, sondern wir wollen mit allen Ecken und Kanten einfach ein Teil dieser Gesellschaft und dadurch halt natürlich auch ein Publikum of all backgrounds erreichen. Da fahren wir in die Berge. Und das geht so. Wir fahren in die Berge. Das Hände hoch, das ist ein Übervoll, befasst sich mit der abgehetzten Realität der Gesellschaft, in der wir leben, und beleuchtet sie kritisch. Der Zwang zur Konformität, all die Dinge, die uns in Leistungsoptimierung, Effizienz, immer noch eins draufsetzen, immer noch mehr leisten. Dieser ständige Drang und Zwang nach mehr. Wir haben eigentlich den ganzen Kleiderschrank voll, aber wir brauchen dieses neue Teil, brauchen wir unbedingt. Und das ist ein ständiges, dieses Ziehen und Zerren. Ein Zerren an dem Bild einer Gesellschaft, in der Verwirrung leicht mit Erfüllung verwechselt werden kann. Überflutung an Informationen werden wir von den Urnotwendigkeiten des Menschen, der Gesellschaft an sich, ja, abgedrängt. Durch diese vielen Dinge, die wir vermeintlich erfüllen müssen, geht uns natürlich die Sehnsucht oder das, was uns wirklich berührt und erfüllt, verloren. Wir haben dafür keine Zeit, einfach mal in Ruhe zu sitzen, den Wind zu spüren, irgendeinen Duft von einer Blume wahrzunehmen. Gelassen zu sein. Über ein Leben von Hektik verdeckt. Es ist eine breit angelegte Palette von Tanz, Sprechtheater und Performance mit Komik und politischer Untermalung. Turbowerk Muck will zum Denken anregen, den Lösungsansatz für sich selbst zu entdecken. Was erwarten wir? Also wo führt uns das Ganze hin? Die Suche nach dem, was nicht ganz werden lässt. Das Freie Theaterkollektiv, das seit dem Frühjahr 2015 als mobiles Theater durch Deutschland tourt, möchte der Sinnsuche in der Reizüberflutung ein Ende setzen und geht der Frage nach, wonach sehnen wir uns eigentlich? Auch die Einsamkeit, dieses eben Tinder und all diese Phänomene, die es inzwischen gibt, um diese Themen kreisen wir. Coming to kill or die.
Diese ganzen Kaleidoskopsteinchen, die wir da behandeln, die verdichten sich immer mehr und entladen sich am Schluss in einer ziemlich brachialen Vehemenz und einer sehr eigenen Ästhetik. Premiere ist am Freitag, den 29. Januar im Kreativquartier Munich Art Lab in der Dachauer Straße, München. Die meisten von uns bevorzugen die warmen und eher sonnigeren Monate im Jahr. Nässe und Kälte spricht da nicht gerade für unsere vierte Jahreszeit. Aber es gibt durchaus auch Vorzüge, die der Winter mit sich bringt. Vor allem dann, wenn man sich nicht nur als Hobby mit Niederschlagsformen beschäftigt. An der Universität Regensburg hat ein Mann ein ganz besonderes Verhältnis zum Schnee. Lange ließ der Winter bereits auf sich warten. Weiße Weihnachten gab es leider auch nicht. Jetzt ist er endlich da, der Schnee. Mathematiker und Schneeforscher Harald Garke freut sich darüber. Gibt es ohne das weiße Nass überhaupt etwas zu tun für den Forscher? Schneeforschung kann man immer machen. Ich mache Schneeforschung auch im Sommer. Wir versuchen Schnee mit mathematischen Formeln zu beschreiben. Und das geht im Sommer wie im Winter. Schnee hat mich fasziniert. Wenn man mal Bilder gesehen hat von kleinen Schneekristallen, wie wunderschön die aussehen, dann möchte man gerne mehr darüber wissen. Und so ging es mir. Ich habe erst andere Kristalle erforscht und dann habe ich gedacht, mit den mathematischen Gleichungen, die wir haben, müssten wir auch Schnee beschreiben können. Wir alle haben schon einmal eine Schneeflocke gesehen. Die Formen und Details des sechszackigen Kristalls sieht man meist erst auf dem zweiten Blick. Wenn man genau hinguckt, findet man immer Unterschiede zwischen den Schneekristallen. Und tatsächlich ist das so, die natürlich gewachsenen Schneekristalle, die sehen auch deshalb ganz unterschiedlich aus, weil sie eine ganz lange Reise machen vom Himmel hier runter. Was mich am meisten fasziniert, ist wirklich die Schönheit von Schneekristallen. Also das treibt mich vielleicht am meisten an hier. Mit Hilfe einer Computersimulation kann Harald Garke das reale Wachstum der Schneekristalle abbilden. Die Schneekristallforschung hat dabei auch einen praktischen Nutzen. Ich arbeite mit Kollegen aus Stuttgart zusammen, die wollen damit zum Beispiel Wettervorhersagen verbessern. Das ist halt ein praktischer Nutzen. Eine andere Sache, die ich mit denen mache, ist auch, wenn eben halt im Winter der Motor Luft ansaugt, sind da auch Schneekristalle drin. Und das kann man eben halt versuchen, das Wissen über Schneekristalle kann man versuchen zu nutzen, um eben halt Autos besser zu machen im Winter. In der Weihnachtszeit sieht man oft besondere Schneeflocken und Sterne als Dekoration in den Schaufenstern. Was sagt denn der Schneeforscher dazu? Ich kann euch hier schon drüber aufregen im Winter, ja, wenn eben halt so Dekorationen da achtförmige Schneekristalle auftauchen. Aber das sehe ich auch mit dem Schmunzeln. Das weiß nicht jeder gut Bescheid über Schnee. Das spannende Thema will Harald Garke auch seinen Studenten nicht vorenthalten. So hielt er auch schon Vorlesungen über die Kristalle. Der Wetterbericht verspricht weiterhin Schnee und Kälte. Für den Prof wäre das ein optimales Umfeld, um weiter zu forschen und das Wachstum der Kristalle zu bewundern. Blitzeis hat in mehreren Regionen Bayerns Wege und Straßen in spiegelglatte Rutschbahnen verwandelt. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, sei es im Bereich der zwischen Coburger Land und Alpenvorland am gefährlichsten gewesen. Wie es in den nächsten Tagen bei uns in Bayern aussieht, erfahren Sie jetzt im Wetter. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle von Ihnen, wünsche Ihnen noch ein gemütliches Wochenende. Würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder reinschauen. Bis dann. Servus. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Wetter für Bayern. Was war das für eine Rutschpartie am Samstagmorgen? Mich hätte es beinahe hingelegt, für Sie war es wahrscheinlich auch kritisch. Aber es geht nicht mehr ganz so kritisch weiter, denn diese kalte, frostige Luft, die wird jetzt immer weiter Richtung Osten abgedrängt, verdrängt in den nächsten Stunden. Schauen wir uns die Nacht zum Sonntag an, da wird es insgesamt verbreitet auflockern, dann geht es mit den Temperaturen runter bis auf Werte um 0 Grad. Da kann es dann nochmal glatt werden durch überfrierende Nässe. Richtung Passau, Richtung Rosenheim, Richtung Niederbayern, Oberbayern, da fällt noch ein bisschen Schnee, Schneeregen. Auch das kann nochmal für kritische Straßenverhältnisse sorgen. Und es geht runter bis auf minus 5 Grad. Also insgesamt noch recht frisch, aber nicht mehr so eisig kalt. Schauen wir uns den Sonntag im Detail an. Da wird es hier Richtung Franken recht viele Wolken geben. Ab und zu fallen ein paar Tropfen. Insgesamt ist es so eher nebelig und unangenehm. So eine feuchte Kälte oder Kühle bei 2 bis 6 Grad. Der Wind
Kühlt nicht zusätzlich ab, denn mit 1 bis 2 Windstärken aus südlichen Richtungen ist er teilweise nur spürbar, aber nur ein wenig. Gucken wir Richtung Odenwald. Hier dominiert es, wir sehen es hier an den Symbolen auf jeden Fall, der Nebel, der teilweise sehr hartnäckig ist. Ansonsten, wenn der Nebel nicht da ist, dann klar, sorgen Wolken für eine ganze Menge Schatten, teilweise den ganzen Tag. Nur die Sonne kann sich einfach nicht zeigen bei Temperaturen bis zu 3 Grad. Das ist immer noch recht kühl, eher Erkältungswetter. Der Wind auch hier mit 1 bis 2 Windstärken aus süd-südöstlichen Richtungen. Richtung Oberbayern und Schwaben, da kann sich die Sonne ein bisschen häufiger zeigen. Bei Werten bis zu 6 Grad ist es schon wieder richtig mild. Es bleibt meistens trocken und auch hier der Wind, der hält sich zurück mit 1 bis 2 Windstärken. Jetzt schauen wir auf den Tag. Beziehungsweise auf die Aussichten, so sieht's aus. In den nächsten Tagen wird es in der Nordhälfte Bayerns immer wieder wolkig sein mit ein wenig Regen. In der Südhälfte, da macht sich ein Hochdruck bemerkbar. Da kann es sehr, sehr verbreitet richtig sonnig sein, wenn nicht der Nebel dabei ist. Und es geht hoch bis auf 10 Grad.